Draußen im Wald stand ein hübscher Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz. Sonne konnte er bekommen. Luft war genug da. Und ringsum standen viele größere Gefährten. Tannen wie auch Kiefern. Aber der kleine Tannenbaum war so sehr darauf versessen zu wachsen, er dachte nicht an die warme Sonne und die frische Luft. Er kümmerte sich nicht um die Bauernkinder, die miteinander schwatzten, wenn sie herauskamen, um Erdbeeren oder Himbeeren zu pflücken. Oft hatten sie einen ganzen Krug voll oder hatten Erdbeeren auf Halme aufgezogen. Dann setzten sie sich neben das Bäumchen und sagten, »Nein, wie ist es niedlich klein!« Das mochte der Baum gar nicht hören. Ein Jahr später war er um einen ganzen Schoss größer geworden. Und das Jahr darauf wieder um einen länger. Denn eine Tanne kann man immer, je nach Zahl der Schösslinge, die sie hat, ansehen, wie viele Jahre sie alt ist. »Oh, wäre ich doch so ein großer Baum wie die anderen«, seufzte der kleine Baum. »Dann könnte ich meine weiten Äste ganz weit hinaus ausbreiten und mit der Spitze in die weite Welt hinausschauen. Die Vögel würden dann in meinen Zweigen nisten und wenn es windig wäre, könnte ich ganz vornehm nicken, ebenso wie die anderen dort.« Er hatte keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln und an den roten Wolken, die morgens und abends über ihn hinwegsegelten. War es dann Winter und der Schnee lag ringsum funkelnd weiß, so kam oft ein Hase angehoppelt und setzte sich mir nichts, dir nichts über das Bäumchen hinweg. Oh, das war sehr ärgerlich. Aber es vergingen 2 Winter und im 3. war der Baum so groß, dass der Hase um ihn herumgehen musste. Ach, wachsen, groß und alt werden, das ist doch das Schönste in dieser Welt, dachte der Baum. Im Herbst kamen immer die Holzfäller und fällten einige von den größten Bäumen. Das geschah alljährlich und die junge Tanne, die jetzt so gut wie erwachsen war, erbebte und erlebte dann, wie die großen, prachtvollen Bäume fielen, mit Krachen und Getöse zu Boden lagen. Die Äste wurden ihnen abgehauen, sie sahen ganz kahl und lang und schmal aus. Sie waren fast nicht wiederzuerkennen und dann wurden sie auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie aus dem Wald hinaus. Wo kamen sie hin? Was stand ihnen bevor? Im Frühling, als die Schwalbe und der Storch kamen, fragte der Baum sie, »Wisst ihr nicht, wo man sie hingeführt hat? Seid ihr ihnen nicht begegnet?« Die Schwalben wussten nichts, aber der Storch sah nachdenklich aus, nickte mit dem Kopf und sagte, »Doch, ich glaube es. Ich bin vielen neuen Schiffen begegnet, als ich aus Ägypten fortflog. Auf den Schiffen waren prächtige Mastbäume. Ich glaube bestimmt, das waren sie. Sie rochen nach Tanne. Und ich kann vielmals grüßen. Sie ragen empor. Oh, wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer hinweg zu fliegen. Wie ist es eigentlich, dies Meer, und wie sieht es aus? Ach, das zu erklären ist zu umständlich, sagte der Storch, und dann ging er. Freue dich deiner Jugend, sagten die Sonnenstrahlen. Freue dich über dein frisches Gedeihen, das junge Leben, das in dir ist. Und der Wind küsste den Baum, und der Tau vergoss Tränen deswegen.
Aber das verstand der Tannenbaum nicht. Wenn die Weihnachtszeit herankam, wurden ganz junge Bäume gefällt. Bäume, die oft nicht einmal so groß oder so alt waren wie diese Tanne, die nicht ruhte noch rastete, sondern immer vorwärts wollte. Diese jungen Bäume, und es waren gerade die allerschönsten, behielten immer ihre Zweige. Sie wurden auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie aus dem Wald hinaus. Wo kommen Sie hin? Fragte die Tanne. Sie sind nicht größer als ich. Es war sogar einer dabei, der war viel kleiner. Weshalb behielten Sie alle Zweige? Wo fahren Sie hin? Das wissen wir, das wissen wir, zwitscherten die Sperlinge. Wir haben unten im Ort durch die Scheiben geguckt. Wir wissen, wo sie hinfahren. Oh, sie kommen zu größter Pracht und Herrlichkeit, die man sich vorstellen kann. Wir haben durch die Fenster geguckt und gesehen, dass sie mitten in der warmen Stube gepflanzt und mit den hübschesten Sachen geschmückt wurden. Mit vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeug und vielen 100 Kerzen. Und dann? Fragte die Tanne und bebte mit allen Zweigen. Und dann? Was geschieht dann? Tja, mehr haben wir nicht gesehen. Es war unvergleichlich. Ob ich auf die Welt gekommen bin, um diesen glänzenden Weg zu gehen, jubelte der Tannenbaum. Das ist noch besser, als über das Meer zu fahren. Wie ich an Sehnsucht leide, wäre es doch Weihnachten. Jetzt bin ich groß und hoch wie die anderen, die im letzten Jahr fortgebracht wurden. Oh, wäre ich doch auf dem Wagen, wäre ich doch in der warmen Stube mit all der Pracht und Herrlichkeit. Und dann, ja, dann kommt noch etwas Besseres, noch etwas Schöneres. Weshalb würden Sie mich sonst so schmücken? Da muss etwas noch Größeres kommen. Ich leide, ich sehne mich, ich weiß selber nicht, was mit mir ist. Freu dich an mir, sagte die Luft und auch das Sonnenlicht. Freu dich über deine frische Jugend draußen im Freien.